Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe Appendix zur Companion Bible sind wir nun bei Anhang 65 angelangt, die Psalmtitel und die darin verwendeten Wörter. Das ist wiederum ein ganz lehrreicher Appendix. Prüfet alles und das Gute behaltet. Die Psalmtitel und die darin verwendeten Wörter. Aus dem, was im vorhergehenden Anhang 64 geschrieben steht, wird ersichtlich, dass, obwohl die Worte Psalmtitel hier in diesem Anhang in ihrem gewöhnlichen, traditionellen Sinn verwendet werden, unser Verständnis davon ernsthaft modifiziert werden muss. Alle Worte, die in ihnen verwendet und im Folgenden erklärt werden, kommen in der Subskription des vorangehenden Psalmes vor und gehören zu diesem Psalm. Dort haben wir sie in der Companion Bible untergebracht und in diesen Psalmen müssen wir nach ihrer Erläuterung suchen und den Schlüssel zur Bedeutung der Worte finden. Kommentatoren, die das Wort Gottes verehrten, haben sich bemüht, eine logische, geistliche oder mystische Bedeutung in diesen Titeln zu finden. Während moderne Kritiker nicht in der Lage sind, über Musikinstrumente und Terminologie oder Schlagworte populärer Lieder oder Melodien hinauszugehen. Die Lehre, die Tiefgründigung großartig ist und alle Vorstellungen übersteigt, wird von ihnen zu einem banalen Verweis verkommen, während sie den Text, der klar ist, mit ihren dummen Vermutungen und eitlen Fantasien mystifizieren. Wir suchen nach etwas, das diesem Werk des Heiligen Geistes Gottes würdiger ist. Etwas, das in der Tat der Bibel würdiger ist, wenn man sie nun als ein literarisches Werk betrachtet. Wir suchen nach etwas, das würdiger ist als ein Tamtam, und wir werden es finden. Die in diesen Untertitel verwendeten Worte, die kein seriöser Kommentator, der als andere, als integrale Bestandteile der Heiligen Schrift betrachtet, da sie nummeriert sind und im hebräischen Text die ersten Strophe jedes Psalmes bilden und werden im Neuen Testament tatsächlich als Schrift zitiert, beziehen sich auf bedeutsame Wahrheiten und nicht auf musikalische Begriffe, auf Lehre, nicht auf Melodien, auf Unterweisungen, nicht auf Instrumente, auf Sinn und nicht auf Klang. Sie sind für diejenigen, die ein Herz für Musik haben und nicht ein Ohr für Musik. Sie sind für Henochs, die, die mit Gott wandeln und nicht für Tubal-Kains, die Harfen und Orgel. Sie beziehen sich auf die Dinge des Geistes und nicht auf mit Händen gemacht. Wir werden diese Worte und Ausdrücke in der Schreibweise und in der Reihenfolge wiedergeben und in der Reihenfolge, in der der Bibelleser sie in diesem Anhang suchen wird, im Anfang, das heißt in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst sei vermerkt, dass 34 Psalmen überhaupt keinen Titel haben und ohne Über- oder Unterschrift sind. Das sind also diese Psalmen da, keine Über- oder Unterschrift. Die Wörter in der Über- und Unterbezeichnung lauten wie folgt und sind in der Schreibweise der AV wiedergegeben, an die sich die englischen Leser gewöhnt haben. Ale Liet Jahar, die Tagesdämmerung. Dieser Titel, der in den Versionen vom Psalm 22 steht, findet nun seinen richtigen Platz und steht in der Companion Bibel als
Untertitel zu Psalm 91, 21, Entschuldigung. Die Bedeutung, die sowohl in der AV als auch in der RV angegeben wird, ist die Hirschkuh des Morgens. Die jüdischen Kommentatoren Rashi, Troyes, Kimchi, übersetzen es als eine Hirschkuh schön wie der Morgen. Luther übersetzte es mit früh gejagte Hirschkuh. Der Dagum hat es als das Morgenopfer. So fallen dir die Ausdrücke im Licht vom Psalm 91 und nicht vom Psalm 22 betrachten, eröffnet sich ein neues Untersuchungsfeld. Der Ausdruck ist eine im Osten gebräuchliche Redewendung, die in der arabischen Poesie häufig vorkommt. Es wird für die Morgendämmerung verwendet, bei der man die Lichtstrahlen der aufgehenden Sonne wie Hörner über den Horizont aufsteigen sieht, bevor die Sonne tatsächlich erscheint. Im Psalm 21 wird es für die Strahlen der kommenden Herrlichkeit des Messias verwendet und erzählt von der Morgendämmerung seiner nahenden Krönung, die das große Thema vom Psalm 21 sind. Siehe Psalm 21 und die Anmerkungen. Es ist derselbe Tag, der das Thema von Davids letzten Worten bilden. Siehe die Anmerkung zu 2. Samuel 23 und Psalm 22 mit den und vergleiche 2. Petrus 1, 19. Zweitens, Al-Alamot in Bezug auf die Jungfrauen. Die Bedeutung dieser Worte ist unumstritten und steht außer Fragen. Außer Frage. Alamot, also Al in Bezug auf und betreffend oder mit verbunden. Al hat eine große Bandbreite an Bedeutung und wir können diejenige auswählen, die am besten zum Kontext passt. Was Alamot, feminin, plural, betrifft, so besteht ein Konsens darüber, dass es nur Jungfrauen oder Mädchen bedeuten kann. Alma bedeutet im Singular und Plural siebenmal im hebräischen Alten Testament vor und wird in 1. Mose 24, 43 als Jungfrau wiedergegeben. Hohelied 1, Vers 3, Hohelied 6, Vers 8, Jesaja 7, 14, Magd in Exodus 2, 8, Sprüche 30, 19 und Jungfrau in Psalm 68, 25. Das eigentliche Wort für Jungfrau ist Betula, 1. Mose 24, 16, während Alma eine junge Frau im heiratsfähigen Alter bezeichnet, die noch unter der Obhut anderer steht. Jede Betula ist eine Alma, aber nicht jede Alma ist notwendigerweise eine Betula. Im Plural kann Alamot also nur Jungfrauen bedeuten. Es gibt keinen Grund, über Musik nachzudenken und den Gebrauch des Wortes hier auf einen Chor oder Mägde zu beschränken, der, wie es jetzt stehen muss, als Subskription vom Psalm 45 steht und nicht als Überschrift zu Psalm 46. Es gibt keine Verbindung zwischen Jungfrauen und Psalm 46, aber es gibt viele Punkte in der Thematik vom Psalm 45, die ihn mit diesem Psalm in Verbindung bringen. Es gibt Hinweise auf die Königstöchter und ehrbare Frauen, Vers 9. Es ist eine Tochter, die als Braut angesprochen wird, Vers 10. Es gibt die Tochter von Tyrus, Vers 12. Die Königstöchter, Vers 13, und die Jungfrauen und ihre Begleitungen, Vers 14. Es gibt also besondere Gründe in der Thematik des Psalm 45, die ihn mit diesem Psalm in Verbindung bringen und ihn sehr passend machen,
dass selbst wenn die Psalmen dazu gedacht waren, von Jungfrauen gesungen zu werden, ein solcher Gesang nicht mit dem Tempel oder seinem Gottesdienst verbunden sein muss. Es gab Prozessgesänge unter freiem Himmel. Und in 1. Chroniker 15 haben wir genau den Anlass für den Gebrauch des Wortes in diesem Zusammenhang. Bei der Prozession, in der die Lade aus dem Haus Obed-Edoms von Zion hinaufgetragen wurde, werden drei Gruppen von Sängern erwähnt. Erstens die Leviten, zweitens die Mägde, drittens die Scheminit oder Männersänger, die das Ende des Zuges bildeten. Dies ist genau die Reihenfolge, die im Psalm 68 erwähnt wird. Die Sänger gehen voraus, die Instrumentalisten folgen nach, in der Mitte die Jungfrauen, Alamot, die mit Pauken spielten. Psalm 68 beginnt mit den Worten aus 4. Mose 10, 35, die die Form für das Aufstellen der Lade vorschreiben. Das Hinaufgehen im Psalm 68, Vers 24 bezieht sich auf das große Hinaufgehen der Lade zum Zion. Die Schar derer, die das Wort Jehovas verkündeten, ist der Feminin Plural und der Verweis ist nicht auf Exodus 15, 20 oder 1. Samuel 18, 6, sondern auf 1. Chroniker 15, 20. Aus all dem geht hervor, dass dieses Psalm 68 auf ein so früheres Datum, 951 bis 950 vor Christus, zurückgeführt werden muss. Anstatt dem späteren Datum 937 vor Christus oder 167 vor Christus zugeordnet zu werden. Drittens, Al-Dashit, zerstöre nicht. Es gibt vier Psalmen, die diese Überschrift, Unterschrift haben, nämlich 55, 57, 58, 54, nicht 57, 58, 59, 75, die sie in allen Versionen als Überschrift haben. Die ersten drei sind von David, der vierte von Asaph. Zwei von David, 56 und 57, sind jeweils mit einer Krise in seinem Leben verbunden, während der dritte zu einer besonderen Zeit der Not gehört. Aber die Bedeutung des Wortes gibt es keine Unstimmigkeit. In der AV und der RV wird es mit Zerstöre nicht wiedergegeben. Es ist ein Schrei der Verzweiflung, ein Schrei in einer Krise. Aber der Schrei findet sich in den Psalmen, den wir zugeordnet haben, als Untertitel und nicht in den anderen, wo er früher als Übertitel stand. Ein solcher Schrei wurde von Mose in einer großen Krise ausgestoßen. 2. Mose 32, 11 bis 14, vergleiche 5. Mose 9, 25 und von David 2. Samuel 24, 16 und 17, wo wir dasselbe hebräische Wort Shahat haben. David handelt nach der Aufforderung aus 5. Mose 4, 30. Der Grund dafür ist, denn Jehova, dein Gott, ist ein göttlicher Gott. Er wird dich nicht verlassen und dich nicht verderben. Aus diesem Grund beginnen die Psalm 56 und 57 mit Sei barmherzig. Für weitere Hinweise auf diesen Untertitel vergleiche Psalm 56, Vers 1 und so weiter. Also da diese Reihe. Psalm 74 ist eine Prophezeiung für die letzte Zeit, von der in 5. Mose 4, 30 die Rede ist. Wenn Zerstöre nicht ein Aufruf sein wird, der dem Tag der Jakobsnot, David war ein Prophet, Apostelgeschichte 2, 30, und redete von Dingen, die noch in der Zukunft liegen, warum sollte nicht ein einiger Psalm prophetisch und proleptisch von Zion sprechen, von Zion
wo es gebaut wurde, von Zion, bevor es stattfand, anstatt von modernen Kritikern als nachexilisch bezeichnet zu werden. Viertens, Gidit, Weinpressen im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest im Herbst. Es gibt drei Psalmen, die dieses Wort in der Subskription haben. Psalm 87, 83, nicht 8, 81, 84, von denen sie bisher als Überschrift standen. Es besteht kein Zweifel darin, dass Gidit Weinkelter bedeutet, aus Gad, Richter 6, 11, Nehemia 13, Jesaja 6, 63, Klagelieder 1, 15, nicht der Bottich, der den Saft aus der Presse aufnimmt. Das ist Jekab, 4. Mose 4, 18, 5. Mose 15. Das Wort bezieht sich auf den Herbst, genau wie Shoshanim unter Lilien vom Frühling spricht. Daher wird Shoshanim, Blumen, assoziiert mit dem Frühlingsfest, Pesach, wie Gito, Früchte, mit dem Herbstfest, Laubhüttenfest. Das Passafest erzählte von der Güte Jehovas bei der göttlichen Erlösung. Das Laubhüttenfest erzählt von der Güte Jehovas in der göttlichen Bewahrung. Ein Studium der drei Gittit-Psalmen 87 und 83 in diesem Zusammenhang wird lehrreich und gewinnbringend sein und alle Verwirrungen beseitigen, die entsteht, wenn man das Wort mit dem Thema der Psalmen 8, 81 und 84 in Verbindung bringt, mit denen es keine Verbindung hat. Es wird nicht mehr nötig sein, sich mit solchen Vermutungen wie gittitische Instrumente oder gittitische Wächter oder Leviten von Gad Rimmon herumzuschlagen, die ebenso sinnlos wie irrelevant sind. Siehe Gurter unter Shoshanim Nummer 20. Fünftens, Higayon. Wie dieses Wort im Text vorkommt, siehe 66.1. Sechstens, Jedutun. Jedutun war einer der drei Vorsteller oder Hauptmusikanten des Tempelgottesdienstes, 1. Chroniker 16, 2. Chroniker 5. Die drei Söhne Aarons wurden also durch drei Männer repräsentiert, deren Namen in dieser Kategorie vorkommen. Jedutun war ein Nachkomme von Merari, während Asaph war ein Nachkommen von Gershom und Heman und Kohat. Jedutun scheint einen anderen Namen gehabt zu haben, Ethan, vergleiche mit 1641 und so weiter. Dass es einen Ethan, einen Merariter gab, geht aus 1. Chroniker 6, 44 hervor. Da er mit diesen beiden Männern in Verbindung gebracht wird, ist es übertrieben, eine Schwierigkeit zu schaffen, indem man annimmt, dass Jedutun ein Musikinstrument ist oder der Name einer Melodie. Es gibt drei Psalmen, die mit Jedutun verbunden sind, 36, 61, 76, und es wird sich zeigen, dass sie diese Bedingungen erfüllen. 2. Chroniker 35, 15 wird der Seher des Königs genannt und in 1. Chroniker 25, 1 war es die Aufgabe dieser drei Männer zu prophezeien und zu bekennen und Jehova zu preisen. Dies geschah auf Befehl des Königs. Vergleicht man diese Psalmen, wie sie in der Companion Bible dargestellt sind, die Verwirrung, die dadurch entsteht, dass zwei dieser Psalmen die Namen von zwei verschiedenen Autoren tragen, verschwindet. Die Unterschrift jedes Psalmes lautet nun dem obersten Musikanten Jedutun. Siebtens, Jonat Elem Rekom Kim, die Taube in den fernen Terebinten. Ich lese es nochmal. Jonat Elem Rekom Kim. Es gibt nur einen Psalm mit dieser
Unterüberschrift, nämlich Psalm 55, nicht 56, über dem sie bisher in anderen Bibeln und Versionen als Überschrift oder Titel stand. Es besteht allgemeine Übereinstimmung damit, dass dieser Titel, von der die Taube in den fernen Terebinthen oder Eichen, David ist die Taube. Er ist weit weg in den fernen Wäldern und jammert über den Ärger, der durch die Rebellion Absalom über ihn gekommen ist, wie in 2. Samuel 15 bis 19 beschrieben. In Psalm 56 gibt es keinen Hinweis auf eine Taube, wohl aber in 55,6. In Vers 2 sagt er, ich trauere in meinem Klage und jammere. In Jesaja 38,14 sagt Hiskia, der in ebenso großer Not, ich habe gejammert wie eine Taube. Dieselben Worte wie im Psalm 55,17. Vergleiche Hesekiel 7,16, wo wir es wieder gibt. David spricht weiter über dieses Stöhnen vom Psalm 55, auch in den Versen 16. Der Abfall von Atiophel in dieser Krise wird in den Versen 12 bis 14 angedeutet. Alle Psalmen von oder über David beziehen sich auf den wahren David. So können wir David mit dem Verrat Christi vergleichen und das Ende Atiophels mit dem Ende von Judas Iskariot. Apostelgeschichte 1,18. Achtens, Leonot, siehe Nummer 10 unten. Neuntens, Mahalat, der große Tänzer. Dieses Wort steht in der Companion Bible als Untertitel vom Psalm 52 und nicht als Überschrift oder Titel vom Psalm 53, wie in allen anderen Bibeln und Fassungen. Die Übersetzer der Septuaginta konnten aus dem Wort nichts machen. Es gab da keine Vokalpunkte, also haben sie das Wort einfach transliteriert und schrieben es Malet, was keinerlei Bedeutung hat. Aquila, ein Revisor der Septuaginta im Jahr 160 vor Christus, setzte andere Vokale ein und las das hebräische Wort so, als bedeutet es Choreia, tanzen. Er muss das hebräische Mecholot so verstanden haben, dass es tanzen bedeutet oder durch den Plural von Majestatis, der große Tanz. Symmachus, ein weiterer Revisor der Septuaginta, 193 bis 211, folgte Aquila. Diese Wiedergabe, die das Hebräische als Machalot statt Mehalat versteht, verbindet Psalm 52 mit 1. Samuel 18, wobei der Anlass gefeiert wurde und danach als der große Tanz bekannt war. Später in Davids Leben wird dieses Ereignis zweimal als ein Meilenstein in Davids Geschichte erwähnt. 1. Samuel 21. Wenn wir Psalm 52 lesen, werden wir die Hinweise auf Doeg, boshafter Zunge, das 1 bis 4 bemerken, auf Davids Behauptung in Vers 5 und auf Davids Worte. Die ganze Gemeinde wird es wissen. 1. Samuel 17, 47. In den Versen 6 und 7. Auch die Gerechten werden es sehen und sich fürchten. In Vers 9 wird der Sieg Gott zugeschrieben, ebenso in 1. Samuel 17. Wenn wir diese bemerkenswerten Hinweise lesen, werden wir nicht auf das Gerede der modernen Kritiker über Schlagworte eines älteren Liedes oder den Namen einer Melodie namens Sickness oder den Namen eines Chor, eines Abel Mehola hören. Zehntens, Mahalat, Leonot, das große Tanzen und Schreien. Diese Worte finden sich in der Subskription vom Psalm 87 in der Companion Bible, nicht als Überschrift oder Titel zu Psalm 88, über den er in allen anderen Bibeln und Fassungen steht. Mechelot bedeutet tanzen.
Und so sind sie alle einig, dass Leonard das Rufen bedeutet und mit dem Plural vom Majestat das große Rufen. Also Plural ist Majestatis in Deutsch. Vergleiche 2. Mose 15, 21, 32 und so weiter. Diese Stellen hier. Die kombinierten Worte, das große Rufen und Tanzen, geben uns also das Thema vom Psalm 87. Wir brauchen den Psalmen nur im Lichte von 1. Samuel 6, 14 zu lesen, um den offensichtlichen Zusammenhang mit Davids Herbeibringen der Bundeslade nach Zion zu erkennen. In Vers 2 gibt es eine deutliche Anspielung auf die anderen Orte, in denen die Arche, also der Kasten, eine vorübergehende Bleibe gefunden hatte, nämlich Silo, Beth Shemesh, Kiriat Jearim, Gibea, das Haus Obed-Edom. Aber keine dieser Städte war die Wohnstätte, die Jehova erwählt hatte. Daher wird von Zion als der Berg Zion den Erlebte genannt. Neuntens, Maschil, Verstehen oder Unterweisung, öffentlich. Dieses Wort findet sich in der eigentlichen Überschrift von 13 Psalmen. Im Gegensatz zu Michtam-Psalmen, die alle von David stammen, siehe 12 unten, stammen diese von verschiedenen Autoren. 6 von David, 3 von Korah, 2 von Asaph, einer von Heman, einer von Ethan. Maschil kommt von Sakkal, anschauen, prüfen, etwas genauer untersuchen. Daher wird das Substantiv bedeutende Verständnis, das aus tiefer Überlegung entsteht. Die Wiedergabe in der Septuaginta ist Sunneseos, verstehen, und Ais, Sunesin, für verstehen. Es ist das oben genannte Verb zu verstehen. Der erste dieser Psalmen, 32, gibt die Grundlage für alle wahren Unterweisungen und Verständnis. In Vers 8 heißt es: Ich will dich unterweisen und dich lehren auf dem Weg, den du gehen sollst. Sei nicht wie ein Pferd oder wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Oder Psalm 44. Wir haben gehört, höre Tochter, neige dein Ohr. Die Idee, geschickt zu spielen, scheint trivial zum Vergleich zu einer solchen Belehrung. Zwölftens. Michtam. Dieses Wort findet sich in allen Bibelversionen in der Überschrift von 6 Psalmen und sind von David. Die letzten 5 bilden eine eigenständige Gruppe. Siehe die Struktur des 2. Mose, der Psalmen, wo die Gruppe, das Volk Gottes, zu Ehre als Israel Erlöser und sein Werk, das von seinem Tod und seiner Auferstehung. Das Wort Michtam kommt von Katam, einschneiden und eingravieren, wie in Jeremia 2,22, deine Missetat ist von mir eingraviert, nicht gezeichnet, wie in der AV und RV. In der Septuaginta heißt es Stelographia, eine eingemeißelte Schrift, daher Stele, ein Grabdenkmal, aufgrund der Inschrift eingemeißelt. Das Wort deutet also auf eine eingemeißelte, damit dauerhafte Schrift hin, eingemeißelt wegen ihrer Bedeutung, Hiob 19. Worin diese Bedeutung besteht, kann nur aus den Michtam-Psalmen selbst entnommen werden. Die AV und RV leiten das Wort von Ketem, Gold, ab, entweder weil es kostbar oder verborgen ist. Diese Bedeutung ist nicht weit hergeholt, aber es fehlt die Begründung für diese Bedeutung, die die andere Ableitung mit Tod und Auferstehung in Verbindung verbindet. Die Michtam-Psalmen sind alle von einem gemeinsamen Merkmal durchdrungen, da sie persönlich, direkt und weniger befragt sind. Sie beziehen sich auf Davids Sohn, Davids Herrn, insbesondere auf seinen Tod, seine Auferstehung
oder auf die Befreiung von drohender Gefahr oder dem Tod oder sogar aus dem Grab selbst. David ist es, der als Prophet wusste, dass Gott den Messias erwecken würde und auf seinen Thron zu setzen. Dies ist also die Wahrheit, die im ersten der dieser Mich-Tam-Psalmen. Achtens. Mut Lapin, der Tod des Meisters. In der Companion Bible stehen diese nur als Untertitel von Psalm 8 und nicht als Titel oder Psalm 9, wie in anderen Bibeln und Fassungen. Alle sind sich einig, dass Mut nur von Tod bedeuten kann. Was das andere Wort Laben betrifft, so ist die Sache nicht so einfach. Denn Ben bedeutet Sohn, aber von einem Sohn steht in keinem der beiden Psalmen 8 und 9 etwas, da es sich wie die anderen Teile, Titel von einem Gegenstand beziehen muss und nicht auf den Namen eines Liedes oder eines Musikinstrumentes, muss es eine andere Erklärung für Ben geben. Nun kann Ben aber auch Ben sein, also fehlerhaft geschrieben werden, das heißt ohne das volle Zeichen für den Vokal, was im Hebräischen sehr häufig vorkommt. In diesem Fall würde es das Trennende bedeuten und wäre somit verwandt mit Bayin, zwischen, was die Doppelform dieses Wortes in der Beziehung von Goliath, der Mann zwischen den beiden Heeren von Israel und Philistern, oder der Duellant, daher kommt Laban für den Sohn, kann auch Labayin gelesen werden. Für den Duellant oder den Champion oder der dazwischen steht. In der Tat ist dies genau der Wortlaut in dem alten jüdischen Kommentar, dem Targum, wiedergegeben. Nämlich zum Lobpreis in Bezug auf den Tod des Mannes, der zwischen den Lagern ging. Das heißt, der Kämpfer, wie er in 1. Samuel 17, 4 und 23, 3 in diesem Licht gelesen in Psalm 8, eine ganz neue Bedeutung, denn er bezieht sich auf den Tod des Siegers, Goliath von Gat. Wir können damit Psalm 144 vergleichen, der in der Septuaginta-Version diesen bemerkenswerten Titel trägt, von David über Goliath. In Vers 3 dieses Psalms finden wir genau diese Worte vom Psalm 8, Vers 4 und im Vers 10 die Worte, der seinen Knecht David errettet von dem hasserfüllten Schwert, das heißt von Goliath. 14. Negina, siehe Neginot, Nummer 15 unten, wo es in Singular ist. 15. Neginot. Dieses Wort steht in der Companion Bible in den Übertiteln von 8 Psalmen, nicht in der Überschrift der Psalmen 4, 6, 54, 55, 61. Neginot kommt von Nagan, schlagen oder zerschlagen. Daher wurde es bisher mit dem Anschlagen von Saiten einiger Instrumente in Verbindung gebracht. Musikinstrumente in Verbindung gebracht. Aber warum sollte das Anschlagen von Saiten verbunden werden? Ist keine andere Art des Schlagens bekannt? Warum kann es sich nicht mit auf das Schlagen des Leidens oder das Schlagen mit Worten beziehen? In der Tat. Es wird in Klagelieder 3,63 Ich bin der, den sie schlagen. In allen diesen Neganot-Psalmen finden sich der Hinweis Befreiung von persönlichen Schlägen. Wir haben das Verb wieder Ich rufe mir mein Lied in Erinnerung oder meinen Leidensweg. Und in Jesaja 38, wir werden singen oder Lieder machen. Und wir werden Lieder machen über meinen Schlag oder meine Trübsal. In Habakkuk 3,19 können wir auf dieselbe Weise verstehen. Über meine Schläge. 16. Nehilot. Erben oder das große Erbe.
Dieses Wort findet sich in der Companion Bible in der Unterüberschrift zu Psalm 4, nicht in der Überschrift zu Psalm 5, wie in anderen Psalmen und Versionen. Das Wort ist Nehilot, das ist von Halal, Bohren, abgeleitet wurde, aber selbst dann scheint die menschliche Vorstellungskraft nicht höher zu gehen als das Bohren von Löchern zur Herstellung einer Flöte. In der Septuaginta heißt es über die Erbin. Aquila in seiner Revision 160 nach Christus hat Teilung der Erbschaft. Symmachus 193 bis 211 hat Zuteilungen, die lateinische Version haben ähnlich wiedergegeben. Dies zeigt, dass sie Vorsicht gehabt haben müssen, die Konsonanten N, H, L, TH mit den Vokalpunkten Nehalot, was die verständliche Bedeutung von Erbe, das große Erbe, ergibt. Im Psalm 4 ist dieser Bezug ganz klar. Jehova war das Erbe seines Volkes. Daher wird im Psalm 4, Vers 6, die Frage gestellt, wer wird uns zeigen, was gut ist? Und die Antwort, die folgt, ist du. Denn die Freude an Jehova ist größer als die Freude über die Erde. Die gleiche Wahrheit findet sich im Psalm 144. Siehe Anmerkung, Vers 11 bis 15, mit den wahren Antwort in Vers 15. 17. Punkt. Psalm, Hebräisch, Mizmor. Dieses Wort wird in den Überlieferungen insgesamt 44 Mal verwendet. Also hier. Davon befinden sich 21 im Buch 1, 7 im Buch 2, 7 im Buch 3, 3 im Buch 4 und 6 im Buch 5. Mizmor bedeutet und wird immer mit einem Psalm wiedergegeben und kommt nur in den Psalmtiteln vor. Es unterscheidet sich von Schir unten, was ein Lied bedeutet, das heißt zum Singen, während Mizmor auch zum Meditieren sein kann. Mizmor ist ein Schir in 13 Psalmen verbunden, die ihm vorangehen. 18. Selah, siehe Anhang 66. Dann ein 19. Sheminit, die achte Abteilung. Dieses Wort kommt in der Überunterschrift von zwei Psalmen vor, 5 und 11 in der Companion Bible. Nicht in der Über- und Unterschrift von 6 und 12 wie in anderen Bibeln und Versionen. Es herrscht allgemeine Übereinstimmung darüber, dass es der achte bedeutet und in seinen 31 Vorkommen wird es immer so wiedergegeben, außer in 1. Chroniker 15, 21 und in diesen beiden Untertiteln, wo es mit Scheminit übersetzt wird. Die AV setzt in allen drei Fällen der achte an den Rand, drei Fälle. In der RV steht der achte nur bei den beiden Psalmen. Obwohl man sich einig ist, dass das Wort achte bedeutet, ist man sich nicht einig darüber, wo das achte bezieht. Es variiert zwischen der achte Modus, der achte Oktave darunter. Das heißt, die Basis, der achte Tag, das achte Jahr oder ein Instrument mit 8 Saiten. Letzteres kommt nicht in Frage, denn 1. Chroniker 15, 21, die mit Harfen über das Scheminit gesetzt werden, wie andere über dem Alamot. Und wir können nicht davon sprechen, dass bestimmte Instrumente über andere gesetzt werden. Außerdem sind die Scheminit in der Subskription vom Psalm 5 zusätzlich zu Neginot genannt. In 1. Chroniker 15, 21 hilft uns bei der Lösung. Die Alamot sind, da die Alamot Jungfrauen sind, Vers 20, scheint es offensichtlich, dass die Scheminit Männer sein müssen. Aber welche Klasse von Männern? Der Talmud schlägt eine Klasse von wahren Israeliten, das heißt,
der am achten Tag beschnittenen, die sich damit von allen anderen und sich von allen anderen Juden und Heiden unterscheiden. Denn andere Völker, die die Beschneidung praktizieren, tun das immer an einem späteren Tag, niemals an dem achten Tag. Da alle anderen in der Prozession in diesem Sinne Scheminit waren und die Scheminit werden von diesem ebenso unterschieden, wie von Alamot kommt doch der Törtel zum Schluss, dass es sich ebenfalls um eine Teilung in diesem Zug handeln muss. Alles deutet auf eine geteilte Ordnung bei solchen Prozessionen hin, siehe 2. Mose 25 und so weiter. Der bestimmte Artikel scheint schlüssig. In 1. Chroniker 15, 21 sollten die Scheminit führen, RV nicht übertreffen, wie in der AV. Dies ist seine allgemeine Bedeutung, 1. Chroniker 23 und weitere. Eine Untersuchung der Psalmen 5 und 11 zeigt uns, dass es eine besondere Betonung der rechtschaffenen Anbeter im Unterschied zu anderen gibt. Vergleiche diese Stellen. Sehen Sie die Struktur der Psalmen. 20. Schick, Ayon, ein lautes Schreien. Dieses Wort kommt in der Überschrift vom Psalm 7 und in der Überschrift des Gebets von Habakuk 3, wo es an der richtigen Stelle steht. Der Umfang des Psalms führt Dr. Törtel zu der Wahl von Shaga, Lautschreien, in Not, Gefahr, Schmerz. Verwirft Shaga, was Wandern oder in die Irre gehen bedeutet. Es gibt nichts im Psalm, das im Letzteren übereinstimmt. Und alles, was auf den lauten Schrei Davids hinweist, als er in Gefahr war, in Stücke gerissen zu werden, und auf die lauten Schreie des Habakuk, des Schmerzens im Vers 16 und des Lobes im Vers 18. 21. Shoshanim, Lilien oder das Frühlingsfest, Passa. Dieses Wort findet sich in der Subskription von Psalm 2 Psalm, nämlich 44 und 68. Und nicht in der Überschrift von 45 und 69, wie es in anderen Bibeln und Versionen steht. Wir haben bereits unter Gittit Nummer 4 oben gesehen, dass da der Frühling und der Herbst angemessen durch Blumen bzw. durch Blumen und Früchte repräsentiert wurde, so wurden Lilien und Weinkelter von jedem. Das Passafest und das Laubhüttenfest teilten das Jahr in zwei Jahre, in zwei ziemlich gleiche Teile. Das erste war das Frühlingsfest, das zweite das Herbstfest. Israel wird immer wieder durch Weinstock symbolisiert und Dr. Törtel verweist uns auf 2. Esdras 5, 23 RV und die Verwendung der Lilie. Es ist das Gebet von Esdras, O Herr, der du die Herrschaft hast über alle Wälder der Erde und alle ihre Bäume. Du hast erwählt von allen Wäldern der Erde und allen ihren Bäumen, hast du den einen Weinstock erwählt, das eine Land und von allen Blumen der Welt, die eine Lilie unter allen seinen Völkern, hast du das eine Volk erwählt. Warum hast du das eine Volk vielen überlassen? Lilien und Granatäpfel, Frühlingsblumen und Herbstfrüchte waren überall im Tempel zu sehen. Und die Blumenknöpfe von Exodus 25, 31 waren zweifellos auf die gleichen kugelförmige Granatäpfel und Lilien. Die Septuaginta hat Kugeln und Lilien, vergleiche 2. Mose 28 und so weiter, wo die glockenähnliche Blume wie die Blume zweifelsohne gemeint ist. Im jüdischen Gebetsbuch wird Israels am Purimsfest als eine Lilie Jakob bezeichnet. Und am Fest der Einweihung, Chanukka, wird Gott gepriesen, weil er die Fahne
der Lilien, das heißt Israels, befreit hat. Das heißt von Israel. Der hebräische Schekel hat auf einer Seite manchmal ein Lamm, Pessach, und auf der anderen Seite eine Schale mit Wein, Laubhütten. Der halbe Schekel hat eine dreifache Lilie und eine Schale mit Wein. Silberner Schekel des Simon Makkabäus. Auf alten jüdischen Friedhöfen sieht man Gräber mit dem siebenarmigen Leuchter, mit seinen Knäufen und Blumen und manchmal mit einer dreifachen Lilie und Granatapfel. Die von der Tradition geleiteten Ausleger sehen in diesen Lilien nur Mohnköpfe, die auf den ewigen Schlaf hindeuten. Und eine runde Frucht und Schale, aus der der Kern oder der Geist entflohen ist. So wird das babylonische und ägyptische Heidentum gezwungen, göttliche Symbole zu interpretieren und zu ersetzen. Biblische Symbole zu interpretieren und zu ersetzen. Aber wir können in diesem Fall fragen, sag nicht die Lilie nicht, hier liegt einer von Jehovas Erlösten. Und der Granatapfel, hier liegt einer, der in Jehovas Obhut ist. Lies nun die beiden Shoshanim-Psalmen 44 und 68 und die Passa-Geschichte wird in ihrer ganzen Fülle und Schönheit sichtbar. 22. Shoshan und Shoshanim Edut. Belehrung über das Frühlingsfest und das zweite Passa. Dieser Titel findet sich in der Unterüberschrift von Psalm 79 in der Companion Bible, nicht in der Überschrift von Psalm 80 wie in anderen Bibeln und Versionen, während Shoshan, Singular Edut, in der Unterschrift von Psalm 59 in der Companion Bible, nicht in der Überschrift von Psalm 60 wie in anderen Bibeln und Fassungen. Das erste dieser beiden Wörter bezieht sich auf das Frühlingsfest. Siehe unter 21 oben. Das zweite bezieht sich auf ein Zeugnis darüber. Es ist unbestritten, dass Edut Zeugnis bedeutet. Es ist eines der 10 Worte, die 23 Mal im Psalm 119 vorkommen. Siehe Anhang 73. Aber wie ist das Zeugnis, auf das sich diese beiden Psalmen beziehen? Es muss sich um etwas anderes handeln, was mit dem Frühlingsfest Passa und Dr. Turtle sieht darin das Gesetz und das Zeugnis in Bezug auf das Halten des Passafests im zweiten Monat zu halten, wenn es unter besonderen Umständen nicht im ersten Monat gehalten werden konnte. Siehe 4. Mose 9, vergleiche 2. Chroniker 30. In den Psalmen 59 und 79 ist von Feinden die Rede, die damals im Land waren, was das Halten des Passafests im ersten Monat erschwert haben könnte. In diesem Fall ist diese Auslegung vernünftiger und würdiger als die unbewiesene Vermutung, dass es sich um den Namen des Schreckensvermutungen handelt, eines Volksliedes oder den Namen einer Melodie oder eines Chores, dessen Präsident in Shushan lebte. 13. Song ist immer die Wiedergabe von Shir und bezeichnet Worte, die gesungen werden sollen, im Unterschied zum Mitzmor. Es ist verbunden 13 Mal mit Mitzmor. Es wird allein 15 Mal verwendet. Anmerkung: Diese Tatsache wurde entdeckt, auf bewundernswerte Weise dargelegt von Dr. Turtle in seinen beiden Werken zu diesem Thema, nämlich The Title of the Psalm, The Nature and Meaning Explained, 1904, und
Probleme des Alten Testaments 1907. Beide erschienen bei Henry Froude, Oxford Bible Warehouse, London. Zweitens, das griechische Wort Parthenos in Matthäus 1,23 bedeutet, dass die Alma von Jesaja 47 eine Jungfrau gewesen sein muss. Auch die Septuaginta gibt Alma in Jesaja 7,14 ebenfalls mit Parthenos weiter. Das Wort Meister in Vers 51 ist nicht dasselbe Wort, sondern Gibor. Viertens, Jebamot. Jebamot ist die erste von sieben Abhandlungen im dritten Buch, Naschim, die sich mit dem unterschiedlichen Recht von Männern und Frauen behandelt. Fünftens, Josephus Altertümer. Sechstens, Psalm 80 und so weiter. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war, der kommt, der Allmächtige, alles zusammengestellt von unserem Bruder im Herrn Jesus Christus, Antonino. Herzlichen Dank. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr die Übertitel und Untertitel, Verwechslungen in euren Bibeln markieren und dann bekommt das noch einen weiteren wunderbaren Sinn. Im Herrn Jesus Christus, einen guten Tag. Hier will ich